Vor 60 Jahren, am 22. November 1963, kam der damalige US-Präsident John F. Kennedy bei einem Attentat ums Leben. Dem 46-jährigen Demokraten wurde in Kopf und Hals geschossen, als seine Wagenkolonne durch die Innenstadt von Dallas fuhr. Als Tatverdächtiger galt zunächst Lee Harvey Oswald. Der 24-Jährige kam in Polizeigewahrsam, wo er zwei Tage später von dem Nachtclubbesitzer Jack Ruby getötet wurde. In einer offiziellen Untersuchung wurde Oswald später als der Mörder Kennedys bestätigt. His son.